Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft PvP. Diesmal spielen wir wieder mal ein Ründchen in der Jump League auf dem mc.plementy.com Server. Und ja, mal wieder Jump League nach einer gefühlten Ewigkeit. Einfach weil der Server so. Wow. Einfach weil der Server so ewig lang down war. Warum weiß man nicht genau. Gründe sind unbekannt. Laut Twitter Hardware-Probleme. Aber ja. Keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall ein paar neue Module, wie man vielleicht gehört hat. Das Mega-Update war ja, ich weiß es schon wieder gar nicht. Ja. Man sollte vielleicht den Pfeilen folgen. Das Modul hier ist zum Beispiel jetzt, glaube ich, das schwerste Easy-Modul, was es gibt. Und ich habe keine Ahnung, wer das so eingeordnet hat. Oh, wow. Ich bin falsch gesprungen. Ich hätte eigentlich eins weiter nach rechts gemusst. Ich spiele das Modul jetzt, glaube ich, auch zum zweiten Mal erst. Und ja, kein blassen Schimmer, warum das hier als Easy-Modul eingestuft wurde. Ja, zack, zack. So, jetzt müssen wir hier lang, da haben wir die Kiste. Die soll man nicht übersehen. Mal gucken, wie viele Leute hier dran hängen bleiben werden. Ich bin noch erster, das ist auch ein neues Modul. Freut mich, dass gerade ein paar neue Module dran kommen. In der Deathmatch-Arena haben wir auch. Also drei Stück insgesamt, aber ich habe jetzt hier mal eine ausgewählt. Die Italy Map. Das Modul ist mir gänzlich unbekannt. Übrigens. Das sieht wenigstens ein bisschen easy-mäßiger aus, als das, was wir gerade eben da gemacht haben. Da hängen nämlich noch alle bisher, alle anderen. Habe ich davon eine Kiste gerade gehabt? Ah, mein Gedächtnis, ne? Gut, ups, das war dämlich. So, zack, zack, zack. Dann hätten wir einen Helm, eine bessere Waffe. Sollten wir auch mal mitnehmen. Alles klar, alles klar, alles klar. Hier haben wir wieder ein neues Modul. Wow. Also wir kriegen halt echt vergleichsweise viele neue Module. Das hier kenne ich auch noch gar nicht. Die Hose nehme ich auch mal lieber mit. Gucken. Da lang, da lang. Okay, alles klar. Die sind auf jeden Fall ziemlich nice aus den neuen Modulen. Also keine Ahnung, da war auf jeden Fall keins dabei, was so extrem simpel gebaut ist oder sowas. Zack, zack. So, dann haben wir das ja auch gleich. Wupp. Wie man vielleicht übrigens auch hört, ist meine neue Tastatur schon im Einsatz. Ich glaube auch beim Video vor dem Unboxing war die schon im Einsatz. Hat man vielleicht auch gehört. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich habe noch gar nicht darauf geachtet, ob die jetzt wirklich lauter ist oder sonstiges. Das müsstet ihr mal da einschätzen. Und ich fail gerade die ganze Zeit diesen einen Vierersprung, ne? Das haben wir jetzt geschafft. Da haben wir einen Eisenbrustpanzer und ein Steinschwert. Okay, alles klar. Und die restlichen Hartmodule sind hier eigentlich auch relativ easy. Ich hoffe, wir kriegen noch eine bessere Hose, dann wäre ich ganz zufrieden. Zack, 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 zack. Gut. Ja, das hier sollte auch kein Problem sein. Und dann haben wir das Ganze hier gleich geschafft. Die meisten sind schon geleftet, weil sie in diesem einen Modul hängen geblieben sind. Nur einer hat es weiter geschafft. Okay, da haben wir es. Zack. Gut, alles klar. Gucken, wer noch leftet. Ja, jetzt aber noch 5 Leute. Ich hätte mal lieber wieder in eine Teams-Runde gehen sollen, ne? Gut, alles klar, das ist eine der neuen Maps hier. Die ist, glaube ich, auch aus CSS bekannt. Italy. Also, ich kannte die Map zumindest schon. Von... Nicht, weil ich CSS gespielt habe, sondern weil ich Garry's Mod gespielt habe. Beziehungsweise TTT, und da war das auch eine der CSS-Maps, die es hier gab. Glaube ich, oder? Wenn ich falsch liege, könnt ihr mich gern korrigieren, aber ich meine, es war so. Ja, ist ja gut. Ja, die haben ja halt alle nichts leider. Könnt natürlich mal wieder nach Secrets suchen. Es gibt übrigens noch einige Jump League Secrets, die ich noch nicht in einem Video vorgestellt habe. Müsste ich mal gucken, ob ich das vielleicht auch irgendwann mache. So wurden auch schon einige wieder rausgenommen leider. Es gab zum Beispiel auf der Map Mushroom Village gab es Full Iron. In 4 Öfen, jeweils ein Teil.
wurde rausgenommen, was zu OP war. Ist auch, finde ich, völlig verständlich. Full Iron zu verstecken einfach. Da muss man quasi nichts im Jumpman geschafft haben und hat schon so komplett die fast beste Rüstung. Das ist keine Ahnung, Secrets schön und gut, aber man sollte es halt wirklich nicht übertreiben damit. Ich persönlich finde ein Eisenschwert auch schon ziemlich OP, muss ich sagen. Ja. Die anderen Gegner können jetzt ja, glaube ich, auch noch relativ wenig machen. Gucken, gehen wir da lang. Oh, vielleicht sollte ich einfach mal mit dem Kompass folgen. Ich ignoriere den noch immer so gern. Gut, jetzt haben wir noch einen Gegner. Und er hat Full Leder. Oh, ein besserer Helm vielleicht? Ne? Oh Mann, er angelt. Ja. Wenn man im Jump'n'Run halt ein bisschen abräumt im Gegensatz zu den Gegnern, dann ist das Deathmatch natürlich kein Problem mehr. Hier kommt man glücklicherweise hoch. Ja gut, dann war es hier schon mit der Runde. Relativ kurz. Mal gucken, vielleicht bringe ich heute auch noch ein zweites Video, weil die letzten Tage bzw. letzten Wochen allgemein auch ziemlich wenig kamen. Aber mal gucken. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.